Bei einem Terroranschlag in der türkischen Hauptstadt Ankara sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Das teilte die Regierung am Mittwochnachmittag mit. Genaue Opferzahlen nannten die Behörden bislang noch nicht. Auf dem Gelände eines staatlichen Raumfahrtunternehmens in der Türkei waren am Mittwoch laut Medienberichten Schüsse zu hören und Explosionen. Der Fernsehsender Habertürk berichtete, die Explosion sei möglicherweise von einem Selbstmordattentäter verursacht worden. Mitarbeiter des Unternehmens am Stadtrand von Ankara seien in Sicherheit gebracht worden. Zu sehen bekommen wir hier Live-Bilder aus der Türkei. Und in die Türkei blicken wir jetzt direkt auch zu unserer Reporterin Marion Sendker. Marion, es ist ja gerade erst passiert und du hast auch vorhin schon von Geiseln berichtet. Hat sich die Situation jetzt weiterentwickelt und was weiß man? Inzwischen ist ein Medienverbot erlassen worden. Also es darf nicht mehr darüber berichtet werden. Es dringen keine neuen Informationen wirklich raus in die Medien. Auch Plattformen wie X oder Instagram sind gesperrt. Das ist in der Türkei relativ normal in solchen Vorfällen. Man möchte einfach Spekulationen vorbeugen. Ich konnte aber in der Zwischenzeit mit einem Terrorexperten des türkischen Sicherheitsapparates sprechen. Und der hat gesagt, dass man jetzt gerade erstmal versucht oder dabei ist, mit gepanzerten Fahrzeugen von hinten in das Gebäude reinzukommen. Denn da soll sich noch ein Kindergarten befinden. Und man möchte diese Kinder jetzt erstmal unversehrt da rausholen. Ansonsten ist die Rede von schlafenden Zellen, die für diesen Terroranschlag verantwortlich sein sollen. Schlafende Zellen, das bedeutet, es sind Menschen, die über Monate sehr professionell ausgebildet worden sind für eben einen solchen Anschlag, um zu kämpfen und die dann aktiviert werden können. Und darauf deutet auch der Tathergang her. Alles, was wir wissen, ist, dass am späten Nachmittag in Ankara, eben bei diesem Rüstungsunternehmen, ist ein Auto vorgefahren am Personaleingang. Da gehen täglich 8000 Menschen ein und aus. Es sind Leute ausgestiegen, haben die Luft geschossen, um sich geschossen. Die Wächter des Unternehmens haben sich versammelt. Daraufhin soll dann eben einer der Kämpfer mit einer Bombe in die Wächter reingelaufen sein. Die Bombe ist explodiert und daraufhin sind die anderen Kämpfer wohl in das Gebäude gestürmt, haben dort weitergeschossen. Man hat eine weitere Explosion aus dem Gebäude gehört. Man weiß immer noch nicht, ob es wirklich Geiseln gibt. Ein Team ist aber vor Ort und die Polizei versucht eben, das jetzt abzuklären. Es gibt Sondereinsatzkommando auch vor Ort und man wird wahrscheinlich erst wirklich stürmen können, wenn man sicher ist, dass keine Geiseln vor Ort sind. Was man aber weiß, ist, dass ein Teil zumindest der Belegschaft, die sind direkt, als der Angriff passierte, als der Terroranschlag begann, sind sie direkt in einen Bunker gerannt, haben sich dort verschanzt und dürften dort auch wohl noch sein. Denn das Ganze ist ja ein Rüstungsunternehmen. Die sind, werden gut gesichert. In der Nähe ist ein Militärflughafen und entsprechend haben die auch einen Bunker für die Belegschaft. Allerdings ist nicht klar, ob alle es dorthin geschafft haben. Marian, du hast es jetzt kurz angesprochen, das Gelände, auf dem dieser Terroranschlag passiert sein soll. Weiß man da genaueres? Kannst du uns da vielleicht einen Einblick liefern? Und ein türkischer Fernsehsender hat ja auch von einem Selbstmordattentäter gesprochen. Das wird ja dann wahrscheinlich der mit der Bombe gewesen sein, richtig? Genau, das dürfte der erste mit der Bombe gewesen sein, dieser Selbstmordattentäter, eben auch dazu ausgebildet, das vermutet man hier in Sicherheitskreisen bisher. Es deutet, wie gesagt, alles auf einen sehr professionellen und gut geplanten Anschlag hin, denn so ein Unternehmen, es ist ein privates Rüstungsunternehmen, die stellen viel für die Luftwaffe her, für die Luftwaffenindustrie in der Türkei her, die sind gut bewacht, also die werden sehr gut geschützt und auch die Tatsache, dass man sich eben den Personaleingang ausgesucht hat und nicht den zum Beispiel VIP-Eingang, wo eben weniger Verkehr am Tag läuft, deutet für Sicherheitskreise eben auch darauf hin, dass es von langer Hand geplant und eben der Plan dann heute aus der Schublade wahrscheinlich geholt worden ist, ausgeführt worden ist, dass die Zellen aktiviert worden sind und losgeschickt worden sind. Aber weitere Details gibt es dazu noch nicht. Der Raum, also auch der Luftraum über dem Unternehmen ist abgesperrt. Hubschrauber sollen in der Luft sein und auch Ankara soll weiter abgesperrt sein. Auch das ist eine Standardmaßnahme. Man muss eben ausschließen, dass dieser erste Anschlag, dass es nur dieser eine Anschlag ist und dass es hier nur ein Ablenkungsmanöver ist und dass danach noch woanders ein zweiter Anschlag passieren kann. Marion Sendker, vielen Dank für diese Information. Genauere Todeszahlen erfährt man dann vielleicht im Laufe des Tages noch und wir halten Sie natürlich weiter auf dem Laufenden und blicken dann auch noch einmal zu dir, Marion, später in die Türkei.